meiner Arbeit ist es mir besonders wichtig, dass ich für meine Mitmenschen und für meine Kollegen kalkulierbar bin. Dass ich nicht beliebig bin, sondern dass jeder weiß, welche Positionen mir wichtig sind und dass ich die auch durchhalte. Wenn man als ehemaliger Magdeburger in die Börde zieht, dann ist es hier ganz entscheidend, dass man zunächst erstmal mit den Landwirten und mit den Leuten ins Gespräch kommt, die die Region hier prägen. Wir haben dort eine junge, dynamische Landwirtschaftsfamilie, die äußerst professionell auch von der Tierproduktion über die Veredelung hin Dinge auch aus einheimischer Produktion vertreiben. Man hat das ja gesehen, dass die das mit viel Herzblut und Überzeugung auch machen. Und das ist so, finde ich, für die Börde ganz charakteristisch, dass hier die Nahrungsmittelproduktion und die Landwirtschaft einen hohen Stellenwert haben. Und da gebe ich auch offen zu, das war für mich alles Neuland. Inzwischen kenne ich mich da ganz gut aus und weiß, dass das ein Schwerpunkt ist und dass man gut beraten ist, wenn man diese Unternehmer immer mit auf dem Schirm hat, wenn man über wirtschaftliche Entwicklung redet, hier bei uns eben auch diejenigen, die das Feld bestellen und die aus dem Boden das Maximale rausholen. Der Gegensatz zur Landwirtschaft ist die industrielle Entwicklung im Landkreis Börde. Aufgrund der Nähe zur Landeshauptstadt hat sich hier eines der größten und landesbedeutsamsten Industriegebiete mit nahezu 9000 Arbeitsplätzen entwickelt. Eines der ersten Unternehmen, die wir hier im Gewerbegebiet hatten, ist Goldbeck. Und Goldbeck ist deswegen auch so wichtig, weil all die Industrieansiedlungen, die man sonst gesehen hat, die in großen Stahlhallen dort sich befinden, sind von denen auch gebaut worden. Goldbeck gehört inzwischen zu einem der größten Systemproduzenten von Stahl-Skelettbauweisen und ist hier auch als Ansprechpartner für die anderen Unternehmen extrem wichtig. Wir gehören als Landkreis Börde zu den stärksten Landkreisen in Sachsen-Anhalt. Das macht hier schon Spaß auch zu wirtschaften und insofern ist das auch für Sachsen-Anhalt, glaube ich, und für die positive Entwicklung des Landes so ein von starker Symbolkraft, was wir hier direkt vor der Haustür, vor den Toren Magdeburgs haben. Die Unterstützung der Feuerwehren und Sportvereine ist mir ein besonderes Herzensanliegen. Das gehört einfach dazu, wenn man erfolgreich Politik machen möchte und deswegen ist der regelmäßige Besuch dort für mich auch etwas, was zum Pflichtprogramm gehört. Für uns ist das ein Schwerpunkt, für den wir immer weiter werben werden. Die finanzielle Ausstattung der freiwilligen Feuerwehren, der Sportvereine ist ganz dolle wichtig, weil das auch Orte und ländliches Leben stark prägt und für die Gemeinschaft von einem hohen Stellenwert ist. Zum Erreichen meiner politischen Ziele setze ich stark auf Kommunikation und Argumentation. Ich bin kein Freund von ideologischen Grabenkämpfen, sondern versuche tatsächlich, mein Gegenüber immer mit Sachargumenten zu überzeugen. Bin auch gerne bereit, mich sachlichen Gegenargumenten zu fügen und habe eigentlich immer den Anspruch, dass es am Ende einen einvernehmlichen Kompromiss gibt.